sie das so mit Blau, das ist Geschmackssache, das hat so ein bisschen was mit den Originalen zu tun, mit denen man als Comiczeichner auch zeichnet, die sind auch blau. Das kommt daher, dass wenn man die in den Kopierer legt, dass sie wunderbar verschwinden. Warum sollen die verschwinden? Weil ich dann, nachdem ich die Skizze gemacht habe beim Manga-Zeichnen, wenn ich das jetzt analog auf Papier mache, auch eine Tusche drüber gehe und dann möchte ich meine Skizze ja auch nicht mehr sehen. Traditionell ist das Blau dann nicht erfassbar vom Kopierer und es verschwindet, ich muss nichts radieren. Digital muss jetzt nicht so sein. Könnt ihr so machen. Nehmt euch eine Farbe, die euch Spaß macht. Egal, dann fängt man an, und das erspare ich euch heute ein bisschen, das Ganze mit dem Lineart drüber zu setzen. Das ist jetzt hier relativ grob, aber dass man hier mit einer Ziehfeder das nachzieht, das ist jetzt nicht der Schwerpunkt für den Workshop. Deswegen habe ich das schon vorbereitet. Ganz kurz dazu trotzdem, falls ihr sagt, ja, was für ein Tool brauche ich da? Da habt ihr links eine ganz schön große Auswahl, aber das Wichtigste hierbei ist bei den Outlines, je nach Stil natürlich, dass ihr dann mit dem Pen-Tool arbeitet. Das sind wie die Federn auch im Original. Und da gibt es auch den G-Pen, den gibt es auch so in Realität. Und dieses Tool imitiert den. Und das ist dann wie eure Inking-Feder oder euer Fineliner meinetwegen. Das ist auch drucksensitiv. Ich kann da mal ein Beispiel zeigen. Ihr könnt auch hier so die Einstellungen links mit der Pinselgröße verändern. Und je nach Druck ändert sich die Breite der Linie und man kann das dann auch mit dem Programm so ein bisschen tricksen, dass es nicht so wackelig ist, kann das Programm auch Linien glatt ziehen und gucken, ah, man sieht jetzt nicht, wie er das glatt rechnet, aber dadurch kann man so ein bisschen Zittern rausnehmen, das heißt Stabilisierung, also es funktioniert eigentlich in der Regel gut, dass man dann ein bisschen regelmäßigere Linien hat, also wenn ihr so merkt, ihr seid sehr zittrig, kann man das hier nutzen, braucht allerdings Rechnerleistung, das kann zu Verzögerungen führen und auch Nerven, das muss man dann abwägen. Genau, also mit dem G-Pen kann man eben diese Outlines dann ziehen, was dann so der letzte Schritt ist, bevor es zur Koloration geht. Man kann jetzt hier mit diesen Augen die Ebenen ein- und ausblenden und ich brauche jetzt meine Skizze jetzt nicht mehr sehen. Das wird mich irritieren, also schalte ich die einfach aus. Sie ist immer noch da, aber ich habe sie einfach jetzt ausgeblendet. Und jetzt habt ihr seht, die Ebenen hier sind nicht benannt. Macht das bitte anders, wenn ihr arbeitet, dann werden es in der Regel mehrere Ebenen. Mit wie vielen ihr arbeitet, das ist Typsache, Geschmackssache, euer Lineart kann man dann auch nochmal benennen. Ich habe das jetzt hier mit der Tastatur nicht so komfortabel. Ich hoffe, ich finde sie heute alle die Ebenen, die ich brauche. Da habt ihr euer Lineart hier oben. Das steht jetzt bei den meisten hier normal, 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 normal. Das ist eine Ebeneneinstellung, die normalerweise normal ist. Ihr könnt das Lineart auf Multiplizieren stellen. Das führt dazu, dass die Linien immer sichtbar sind und ihr nicht drüber malt. Also Lineart auf Multiplizieren stellen und ihr könnt es auch so machen, dass es eben ganz oben liegt und ihr alle Ebenen, die farbig sind, unten drunter legt. Ich habe das jetzt mal mit den Haaren gestern gemacht. Ich schalte mal die Ebene ein, die Ebene 5 sind die Haare, die liegen auch unter dem Lineart. Da dürfte das jetzt keinen Unterschied machen, ob es normal ist oder Multiply. Also man kann das, also multiplizieren auf Englisch, dann so machen. Man könnte das jetzt drüber schieben. Dann sollte es eigentlich nicht ganz so aussehen, aber naja. Wir setzen es mal runter. Da sind wir sicher. Irgendwas habe ich da nicht ganz richtig gemacht. Gut. Gut. So funktioniert es, aber ich setze die Ebene sowieso gerne nach oben. Also machen wir das einfach so. Muss ich jetzt nochmal gucken, woran es liegt. So. So sieht es ja jetzt schon fast gut aus. Ihr seht, bei dem Hörnchen war ich nicht ganz sauber beim Ausmalen. Wie mache ich das jetzt? Also ich werfe das jetzt erstmal, ich mache es jetzt wieder aus, damit ihr mal so den Prozess seht, wie ich da jetzt Farbe reinkriege. Das ist ja interessant, nur dass ihr nicht ewig wartet, habe ich schon ein bisschen was vorbereitet. Ich mache jetzt da eine neue Ebene auf, die jetzt hier weit unten liegt. Alle anderen sind gerade ausgeschaltet. Und dann gibt es mehrere Möglichkeiten, wie man das anmalen kann. Was ich am Anfang immer mache, ist in die Grundfarben setzen. Ohne Verlauf, wirklich mit harter Kante, damit ich die einzelnen Flächen definiert habe. Und was ich häufig auch mache, ist, dass ich einen Grundtonwert in den Hintergrund setze, um die Helligkeit des Bildes insgesamt abzustimmen.
Ja, das ist jetzt ein dunkles Grau. Ich möchte es ein bisschen dunkler auch haben. Es hat auch den Vorteil, wenn ich jetzt die Haare hell mache, dann sehe ich auch, ob ich übermalt habe oder nicht. Weil der Kontrast höher ist, ob ich was vergessen habe oder nicht. Also, ich kann mit dem Farbrad links unten die Farbe auswählen, die ich gerne hätte. Und dann hier mit der Pinselgröße auswählen. Ich nehme da auch für den G-Pin. Man kann auch einen anderen nehmen, aber ich finde, mit der harten Kante bietet sich das eben auch an, das als Füllwerkzeug zu so nehmen. Man kann das also jetzt ganz normal ausmalen. Das ist die eine Variante. Da gehe ich hier rein und es wird auch schon hell und gelb oder blond. Wenn man das jetzt so wegnimmt, die Helligkeit der Farbe ist abhängig von der Umgebungsfarbe. Vielleicht sieht man das auf dem Bildschirm ein bisschen, dass das jetzt hier schon strahlender aussieht. Wenn ich das Grau wegnehme, dann wird das ein bisschen matter. Deswegen setze ich diesen Grauton, um so diese Gesamthelligkeit vorher zu setzen. Kann man machen. Muss man jetzt am Anfang auch nicht unbedingt machen. Ist jetzt aber vielleicht auch angenehmer hier für die Augen. Der Kontrast ist hoffentlich groß genug, dass ihr das seht. Ja, gut. Und ihr könnt mich auch gut hören? Das ist nämlich auch nicht. Okay, gut. Man kann das jetzt hier ausmalen. Da braucht man ein bisschen, das ist meditativ. Je nach Stelle braucht man auch dieses normale Tool, um auch kleinere Ecken auszumalen. Kann man sich natürlich dann auch ein bisschen abkürzen, indem man dann später, das zeige ich dann auch gleich, Flächen markiert. Das heißt also, einen Bereich einkreist, um zu sagen, das möchte ich füllen. Das ist durchaus zeiteffizient. Und funktioniert je nach Lineart immer besser oder schlechter. Da gibt es mehrere Möglichkeiten. Ich habe jetzt auf der linken Seite Auswahlwerkzeug. Ihr seht hier dieses Lasso, aber ihr seht auch viele Variationen davon. Wenn man das Rechteck jetzt hier auf der Ebene markiert, kann ich das aushöhlen. Ja, das möchte ich natürlich für die Haare dann formgenau haben, sonst habe ich davon nicht so viel. Das heißt, mit dem Werkzeug nur mal das Prinzip erklärt. Man kann jetzt hier zum Beispiel mit dem Lasso entlang der Form fahren. Das ist ein freies Werkzeug. Das ist eigentlich wie ein Stift, wo man jetzt eine Linie zieht, die als Markierung funktioniert. Ich nehme jetzt mal hier so, da müsste man jetzt ranzoomen, sich mehr Zeit nehmen, um das genau zu machen. Mal so eine vordere Haarsträhne. Man kann jetzt hier auswählen, dass man noch Teile hinzufügt. Das heißt, zusätzliche Bereiche auswählen. Das heißt, das addiert sich jetzt dazu. Da fehlt mir zum Beispiel hier noch so ein Stück. Und das wird er dann dazu addieren. Wenn ich das hier nicht einstelle, das ist die normale Einstellung, wenn ich was markiere, dann geht das weg. Also darauf muss man manchmal auch achten, wenn ich mehrere Bereiche zusammenfügen will. Schritt für Schritt kann man das dann etwas entspannter machen. Muss nicht alles sofort stimmen. Also ich mache das dann Schritt für Schritt. Das ist wichtig. Ne? So jetzt hier handgenau entlangfahren, das muss dann sitzen, das schafft keiner. Wenige. Sagen wir es so. Okay, also wenn ihr das markiert habt und dann auch einigermaßen zufrieden seid, kann man natürlich dann auch nochmal später ein bisschen was radieren. Füllt ihr das? Dann nehmt ihr den Fülleimer. Und da ist es jetzt ein bisschen wichtig, also da ist es auch wichtig darauf zu achten, was hier oben eingestellt ist. Da steht jetzt nur zu bearbeitender Ebene verweisen. Das heißt, ich bin hier auf, das ist die Ebene 11, aber das ist unsere Haarebene, der bleibt da jetzt auch drauf mit der Farbe. Da kommt unsere Haarfarbe drauf. Auf andere Ebenen beziehen, muss man ein bisschen vorsichtig sein. Es kann dann auch sein, dass das ganze Bild unfarbig wird und so weiter. Also arbeitet bitte da bitte auf eurer Ebene und das muss auch darauf bezogen sein. Das ist jetzt schon ein bisschen spezieller. Aber gut, ihr seht, dass das jetzt hier sich füllt. Mit Unterbrechungen, jetzt muss ich mal gucken, wie die Einstellungen sind, Lücke schließen, ja, okay, angrenzende Pixelfolgen, vielleicht ist er da ein bisschen empfindlich eingestellt und macht das deswegen so unterbrochen, aber vom Grundprinzip lässt sich das natürlich auf das gesamte Haar dann anwenden, dass ich das einmal komplett auswähle. Mache ich jetzt nicht alles, aber ich möchte noch einmal zu dem Tool was sagen, was es noch so gibt, damit ihr seht, welche Variationsmöglichkeiten es bei der Auswahl gibt. Es gibt auch den sogenannten Auswahlstift. Ob der jetzt für euch praktisch ist, muss jeder selber entscheiden. Ich finde, dann hat man es auch schon fast angemalt, wenn man den nutzt. Der markiert euch das, aber sehr sichtbar. Das kann ein Vorteil sein. So also super schönen, giftigen Grün. Da sieht man auf jeden Fall sehr gut, wo man sich befindet. Das hat einen Vorteil. Das ist wie ausmalen, aber wenn es loslässt, ist es markiert. Kann man dann auch kombinieren. Und das ist bei Clip Studio, bei diesem Programm, einfach auch so ein Tool,
dass ich sehr spannend auch finde vor einige Stellen. Das habe ich so woanders auch noch nicht gesehen. Kann sein, dass Photoshop nachgezogen hat. Ich weiß nicht genau. Ich habe das jetzt ausgefüllt und ich habe ja vorher schon mal einen Bereich markiert. Und es ist schön, dass hier manchmal solche alltagspraktischen Dinge passieren, wie dass man hier so, ihr seht das vielleicht nicht so, aber da ist manchmal ein ganz kleiner Rand, der übrig bleibt. Darauf kann man auch nochmal drüber gehen, indem ich jetzt einfach meinen Stift wieder nehme, den G-Pen, den muss dann nochmal ranzoomen. Also auch hier hat er das Stück für Stück markiert und da gibt es manchmal so kleine Zwischenhände. Muss man mal genau gucken, dass das wirklich sauber gemacht ist. Und das sind jetzt erstmal so die wesentlichsten Tools, die dafür in Frage kommen. Also Zauberstabteile markieren ist einfach auch wichtig. Das ist das Letzte. Da ist es gut, wenn man geschlossene Flächen hat. Das macht es einfacher, weil der sich dann merkt, wo die Zeichnung dann aufhört. Ich mache das jetzt mal so, dass ich das hier, das muss ich da hinkriegen, als geschlossene Fläche setze. Und der markiert dann ja diesen Innenkringelbereich. Ich hoffe, ihr seht das auch an der Stelle, weil das so eingeschlossen ist von dieser gelben Linie. Das könnte jetzt auch eure Outline sein in Schwarz bei eurer Zeichnung und dann kann man das füllen. Auswahl aufheben. Auch da bleibt so ein kleiner Restrand übrig. Das kann man aber auch einstellen, dass da beim Markieren das ein paar Pixel dazu zählt, damit das eigentlich nicht passiert. Flächengröße. Ja, da müsste ich nochmal gleich gucken. Aber ja. So, jetzt kann es aber auch passieren, dass man eine Linie nicht geschlossen hat. Und dann gibt es das Tool, die Einstellung, dass Lücken geschlossen werden oder Close Gap, also wenn ihr es auf Englisch habt. Ich hoffe, es funktioniert jetzt. Man weiß nicht genau, wie ihr das berechnet. Das ist jetzt auf sehr empfindlich eingestellt. Je weniger empfindlich das eingestellt ist, desto kleinere Lücken überbrückt er. Je empfindlicher ist, desto größere Lücken in eurem Line-Art überbrückt er. Also wir stellen uns einfach vor, dass das jetzt unser Line-Art ist. Ich teste jetzt mal, was passiert. Ja, es hat funktioniert. Es ist so, dass es ja keine geschlossene Fläche ist. Aber er kann das dazu rechnen. Das ist total praktisch. Wir können ja gleich mal probieren, wie das bei den Haaren hier funktioniert. Kann auch sein, dass das jetzt den ganzen Hintergrund blockiert. Das weiß man nicht. Aber ich wollte es euch erstmal daran zeigen, dass ihr so nachvollziehen könnt, was ich überhaupt damit meine. Das können wir jetzt auch füllen. Da ist jetzt oben so ein kleiner Huckel. Boah, aber das ist durchaus sehr praktisch, um auch Zeit zu sparen. Und er macht gerade eine Zwischensicherung. Ganz kleinen Moment. Das kann man bei Clip Studio einstellen, dass der speichert. Da muss man so ein bisschen überrumpelt von dem Programm, das macht es dann einfach. So, Auswahl aufheben, ähnliches Ergebnis, zwei Methoden und doch ganz praktisch. So, wir können es dann testen, wir haben das ja relativ hoch eingesetzt, eingestellt. Das könnte funktionieren, müssen wir mal schauen. Muss aber nicht. Ah, ihr habt was gefunden. Genau, man kann sich auch vorher mit dem Stift, so wie ich das eben gemacht habe, auch Bereiche schließen. Also dann so ein bisschen Lücken, jetzt gucke ich nochmal, wo eine Lücke ist, hier unten ist es so, dass man da schon, also jetzt ist es natürlich markiert, ich fülle es erstmal aus, dass man dann also Lücken schon mal vormalt, also schließt und dann geht's dann auch super. Also da kann man auch schon fast wieder das normale Zauberstabwerkzeug auch benutzen. Dann ist es auch toll, wenn man das jetzt hier genau anders ist als bei dem Füller, mal auf andere Ebenen verweisen. Also der hat jetzt im Hinterkopf, da gibt es noch die Outlines. Wenn ich das eingestellt habe, weiß er, dass sie da sind. Die sind die eingestellten Ebenen und der bezieht sich jetzt auch nur auf die Outlines, weil das hier eingestellt ist. Wenn ich mich nur auf die Bearbeitungsebene beziehe, dann hat er nur das im Kopf. Dann sieht er keine Begrenzungen. Ich hoffe, man kann das so nachvollziehen. Und so hat er das drin und weiß, da gibt es ja die Outlines, das sind so Pixel, an die kann ich mich orientieren. Und dann funktioniert das und dann kann man das hier auswählen. So funktioniert das dann auch ganz gut. Ich habe das hier unten zugemacht, er hat es aber bestimmt auch berechnet jetzt. Ich kann es ja mal ausschalten, jetzt dürfte es eigentlich anders aussehen. Ich hoffe, er macht das jetzt auch so wie erwartet. Ich habe es genau die gleiche Stelle angeklickt. Also man sieht schon daran, er rechnet jetzt. Der rechnet und sagt, boah, das ist ein großes Bild, das soll ich ja alles auswählen und das dauert dann. Das ist jetzt ein bisschen so da. Und auf einmal ist er irgendwie alles ausgewählt. Also wenn ihr merkt so, ich habe das doch anders, Line-Art, und er wählt alles aus, was ist denn da los? Achtet darauf, auf andere Ebenen verweisen,
Und dann merkt er das, dann weiß er, dass das da ist. Passiert einem ganz am Anfang und man weiß nicht, was los ist. Und dann holt er manchmal halt so aus. Habe ich auch schon. Merkt dich an. Okay. Ja, also das ist so das Wichtigste, wie ich Flächen auswähle, und das kann man in schön machen. Und das ist nicht die richtige, kann ich mal die Farbe. Dann sieht das in etwa so aus. Ihr seht, ich habe ein bisschen geschludert bei den Klamotten. Da war ich faul, denn die Klamotten habe ich eben da oben drüber gelegt, dann dachte ich, die liegen ja drauf, dann ist es auch egal. Also man kann auch da zeiteffizient sein und sagen, oh, ich schichte das so. Man kann sich da auch selber ins Bein schießen, wenn man später noch was an den Ebenenreihenfolgen verändern will. Man kann die schieben und dann merkt man, dass da noch so ein ganzes Zeug drüber hängt. Also das muss man wissen, wie genau man das machen möchte. Genau. Jetzt gehe ich mal hier auf diese Ebene, die die Haare sind. Ihr habt da so eine Mini-Vorschau, an der orientiere ich mich jetzt. Ich muss ein bisschen suchen, weil ich das eben nicht so richtig gemacht habe. Aber gut. Da kann man noch das Hörnchen hier oben frei radieren oder einfach nochmal eine Ebene drüber legen, um die Details einzublenden. Habe ich hier auch gemacht. Muss ich das Hörnchen nicht ausradieren, ist eh jetzt wieder Farbe drüber. Also, es ist wichtig, dass man sich die Sachen auf verschiedenen Ebenen aufteilt, wenn man so arbeiten möchte. Also man kann auch malerisch alles irgendwie auf drei Ebenen verteilen. Wenn man ein super komplexes Bild ist, machen auch einige Zeichner. Oder man macht das so auf Nummer sicher wie ich und überlegt sich, ja, die Haare hier, die Kleidung da und die Accessoires, da habe ich jetzt gesagt, komm, also für die Ohrringe und den Schmuck und die Hörner möchte ich drei Ebenen machen, halt auf einer, das sind so Kleinkram. Also überlegt euch da ein System, da gibt es kein richtig oder falsch, sondern nur, dass ihr den Überblick behaltet. Das ist wichtig. Auswahl funktioniert eben immer gleich, also für die Haut habe ich das dann auch gemacht und ich blende die jetzt einfach auch schon mal ein. Also das sind so das ist die Grundkoloration, die Basics. Also damit fange ich dann auch an. Man kann da auch schon mal so ein bisschen die Farbharmonie untersuchen. Man kann aber auch jede Ebene später nochmal anpassen. Also jede Farbe kann geändert werden, wenn sie auf einer Ebene sind. Wenn ihr mehrere Sachen auf einer Ebene habt, dann ist es halt der Nachteil, dass sich dann da alles, was drauf ist, verändert. Deswegen kann man das unterteilen. Ihr seht, es ist praktisch. Genau. Jetzt kommen wir zu dem eigentlich coolsten Teil. Was jetzt toll ist, wir wollen jetzt als nächstes wahrscheinlich schattieren, wenn es nicht ganz so platt sein soll, das Bild. Da gibt es hier die Möglichkeit, solche Ebenen zu machen. Ihr seht, hier ist schon eine drüber, die sich an der unteren Ebene, ich schmeiße mal raus, orientieren. Also was heißt das? Ich rede da so drum rum. Ich habe jetzt die Haut ausgewählt. Man kann es mal ein- und ausschalten, um zu prüfen, bin ich denn auf der richtigen Ebene. Und ich lege mir jetzt für die Schattierungen eine Ebene an, wo ich sage, die will ich mir jetzt nicht kaputt machen, so wie die ist, sondern für eine dunklere Hautfarbe mache ich mir hier, Ebene 10 ist erschienen, eine oben drüber. Da könnte ich jetzt auch, mache ich mal natürlich drauf zeichnen, das kann man sich antun, wenn man fleißig ist und sich quälen möchte. Man kann jetzt ja genau gucken, ja, das soll ja nur bis zu dem Rand sein, dass man da nicht drüber malen, sonst, ne, hier so, oh nee, super anstrengend. Hier, die Haare liegen jetzt drüber, deswegen hat das gerade nicht funktioniert, das war schon gut. Ich kann jetzt aber diese Ebene 10 auf die Ebene 3 beziehen, also sagen, orientiere dich mal bitte an der Auswahl von Ebene 3. Du malst jetzt nur in diesem Bereich. Und das ist das Tolle, da kann ich dann mit dem Pinsel rumsauen, wie ich will, und bleibe aber in dieser Hautebene. So, ich habe jetzt Ebene 10 ausgewählt und jetzt muss ich dieses schöne Tool benutzen. Da steht Schnittmaske, wir sagen auch immer Klippen dazu. Auf Englisch, glaube ich, heißt es oder so. Und dann passiert das, dass ihr hier diesen rosa Balken reinhaut und das bezieht sich immer auf die untere Ebene, sagt, die gehören so zusammen. Und der tolle Effekt ist, ich habe jetzt ja immer noch meinen Pinsel, ich kann jetzt mit großen Armbewegungen drüber gehen und er bleibt brav in diesem Bereich drin. Sehr praktisch, wenn man alles am Anfang gesetzt hat und dann ist das Ganze auch sehr bequem und dann wollen wir jetzt an der Stelle auch erstmal weiterarbeiten. Ich würde im Gesicht die Schattierungen machen und auch so ein bisschen euch zeigen, wie ihr auch Übergänge machen könnt. Also man kann weichere und härtere Kanten beim Schattieren setzen. So, ich muss jetzt nur ein bisschen gucken, dass ich da den richtigen Farbton raus suche für die Schattierungen, damit das schön aussieht.
Es gibt so zwei Varianten. Man kann da jetzt einen Grau reinhauen. Das würde ich so nicht für diese Waldelfenmischung nehmen. Das sieht dann etwas tot aus, weil wir von der Leuchtkraft dann einiges wegnehmen und die Sättigung auch. Und dann ist das, sehe ich dann manchmal bei manchen Leuten zwar auch einen Schatten. Ja, das ist hier ein bisschen anders vom Kontrast, sehe ich gerade, aber ja. Also man geht dann hier in dem Farbauswahlbereich immer so nach unten. Das machen viele, kann man auch machen, kann man kombinieren. Oder man geht halt mit dem Rädchen, Moment, ich mach's mal wieder rückgängig. Also mit diesem Außenkreis, ihr seht diesen Kreis, da ist so eine Markierung oben links beim Farbrad. Dann kann man es auch so ein bisschen nach links verschieben. Dazu wählt man sich aber besser vorher, das habe ich vergessen. Nochmal die ursprüngliche Farbe aus. Wie mache ich das, wo wir gerade dabei sind? Wir haben hier oben so eine Pipette und dann kann ich die Farbe hier nehmen. Dann nimmt es auf, wenn ich jetzt in die Haare gehe, dann erscheint links unten in diesem Quadrat eben die Haarfarbe oder das Grün da, wo ich reinklicke, nimmt ja die Farbe auf. Genau, das ist ein super gutes, wichtiges Tool. Und dann kann ich auch so ein bisschen am Farbrädchen drehen, das vielleicht auch ein bisschen in den Rotbereich schieben und muss mich da immer noch ein bisschen nach unten in die Dunkelheit geben. Kann aber auch insgesamt ein bisschen heller bleiben. Und es bleibt so ein bisschen farbenfroher. Also die Leuchtkraft ist eine andere, es sieht nicht so matt aus, so würde ich das jetzt beschreiben. Man muss da ein bisschen experimentieren. Und das wäre mir jetzt doch ein bisschen zu stark. Das finde ich ganz okay. Kann man vielleicht noch optimieren. Nur fürs Erste. Also, man kann jetzt hier unterschiedliche Stile eben machen. Also man kann das jetzt malerischer machen oder so in diesem Anime-Style. Wenn ich das so machen würde in einem Anime, ist es dann meistens so, dass man dann solche Folienbereiche hard-edge-mäßig ausmalt und das ist dann eine harte Kante, die man da sieht. Wenn ihr das genauer machen wollt, könnt ihr euch hier oben natürlich das Ganze ranzoomen. Dann ist das angenehmer. Immer mal wieder die Pinselgröße prüfen, ob das noch für euch angenehm und gut ist, ob das funktioniert. Und vorher die Lichtquelle vor allen Dingen auch noch bedenken. Das kommt jetzt bei uns so von oben rechts etwa, dass ihr da ein bisschen das im Hinterkopf habt, damit ihr so ein bisschen Plan habt. Es ist natürlich noch ein eigenes Kapitel wert zu sagen, wie funktioniert Schattierung, wie kann ich mir das plastisch vorstellen, wo kommt da eine Kurve rein, warum sieht das so aus? Müsste man noch ein paar Studien sich anschauen. Das kann ich euch jetzt heute leider nicht im Detail erklären. Aber arbeitet bitte unbedingt mit Referenzen, schaut euch viele Bilder an, stellt euch selber ins Licht, schaut in den Spiegel. Das kann ich nur empfehlen, damit ihr ein Gefühl dafür kriegt, wie Volumen funktioniert. Das muss man durch Beobachten vor allen Dingen sich aneignen. Da gibt es kein Schema F, wie gesagt, so sieht es immer aus. Stimmt auch nicht je nach Belichtungsverhältnis, aber man kann ein paar Prinzipien raussuchen. Zum Beispiel ist ja hier die Wange, das ist eine Rundung, deswegen gehe ich auch mit dem Schatten nicht so runter, sondern ich versuche mit einer Kurve den Schatten hier auch anzudeuten und man hat so ein bisschen das Gefühl, dass da auch ein Volumen ist. Also so ungefähr kann ich das auch dann schon mal zeigen. Unterhalb der Nase setze ich den Schatten, weil das Licht jetzt ein bisschen schräg von oben kommt. Das sind dann typische Partien, die einfach dann auch abgedunkelt sind. Da kommt das Licht nicht hin. Das kann da jetzt nicht um die Ecke und die Nase nochmal von unten ausleuchten. Das geht nicht. Passiert einem am Anfang aber trotzdem, dass man dann irgendwie schattiert. Hauptsache es ist dunkel. Also das ist auch normal. Man nimmt auch viele einfach mal die Ränder. Man findet es dann für sich durch Beobachten auch raus. Genau genommen macht fast jeder Zeichner da Fehler rein, denn es ist meistens nicht realistisch. Es muss nur überzeugen. Es muss also so wirken, als könnte es so sein. Es gibt ein paar Grundprinzipien, wo man dann schon schnell merkt, ob es stimmen könnte oder nicht. Auch mir unterlaufen da durchaus Logikfehler, aber dass man so ungefähr abschätzt, es kommt nicht von rechts oben, dann da wirft die Haarsträhne vielleicht an der linken Seite einen kleinen Schatten. So, vom Prinzip her. Ist es natürlich schematisiert, auch beim Manga ist es häufig Schema F ein bisschen, das ist, kommt auf den Stil an, wie realistisch ihr das halten wollt. Was ich dann mache, sind die Bereiche erst auch mal nur mit diesem Tool, ich nehme auch da den G-Pen, da
kann man gerne auch einen anderen Stift nehmen. Ihr habt auch hier so Bleistifte, aber ich finde, die können da durchaus brauchbar. Markiere ich das so, das bleibt jetzt nicht so. Wir können später auch noch das Ganze ein bisschen weicher machen. Und dann zeige ich euch auch gleich nochmal so ein Tool, wie das, wie man auch so zwischen harten und weichen Kanten so, sag ich mal, abwechseln kann. Also ich könnte das Ganze jetzt, das mache ich auch oft, ein Teil zumindest, mit dem Airbrush sanft abdunkeln. Das ist für größere Bereiche durchaus möglich. Dann nehmt ihr hier auf der linken Seite dieses Airbrush-Tool, damit kann man auch super arbeiten. Also das ist wunderbar. Viele machen auch gar keine harten Linien, so wie ich am Anfang, sondern kombinieren das immer abwechselnd und mischen das so im Prozess und steht das. Wenn ich da jetzt so drüber gehe, ihr seht schon, das ist schon viel weicher. Das kann man auch super benutzen. Da kann man verschiedene Sachen oben aussuchen. Also ich zeige euch jetzt einfach immer zwischendrin auch mal so ein paar Pinsel und werft das so ein, damit ihr mal so eine Idee bekommt. Das ist dann auch sehr sanft. Ne? Wenn man den sanften nimmt, das ist vielleicht für so Errötung und Blushes dann später auch ganz gut, kann man nochmal so drüber setzen. Damit kann man eben auch mit den Schattierungen super arbeiten. Ich kann jetzt zum Beispiel hier oben an den Strähnen auch schon so drüber gehen und so einen weicheren Effekt erzielen. Kann ich jetzt im Prinzip ja auch. Ich mache das mal an der Wange kurz weg, weil da an der Wange kann man das auch ganz gut mit dem Weichzeichner hier arbeiten. Ich wechsle dann sozusagen das Tool, nachdem ich alles so mit der Schattierung angedeutet habe. Und dann gibt es den Weichzeichnungsfilter. Es geht auch noch über Blenden. Das ist auch ganz praktisch, wenn man mehrere Farbtöne ineinander ziehen möchte. Und ich kann jetzt hier, wenn ich drüber gehe, ihr seht das hoffentlich. Das ist jetzt ein Detail. Ich gehe mal ein bisschen mehr rein. Ihr seht das auf jeden Fall. Das Ganze auch Weichzeichnen. Also man unterscheidet zwischen ja, mindestens mal zwei Schattenarten, und zwar Schlag- und Binnenschatten. Binnenschatten ist der Schatten, der in dem Körper liegt. Das ist dann so das Gesicht hier, der Schatten auf dem Gesicht selber. Und Schlagschatten sind die Schatten, die eben ja von den Gegenständen geworfen werden. Binnenschatten sind häufig etwas weicher, aber jetzt haben wir eigentlich schon auch einen Schlagschatten bei den Strähnen, weil die werfen einen Schatten auf das Gesicht. Das kann dann sein, dass das überzeugend ist, wenn man Teile auch härter eine härtere Kante setzt. Und das ist aber auch was, was durch Beobachtung kommt. Und da könnt ihr euch an den Küchentisch setzen, eine Schüssel hinstellen, einen Apfel daneben und das üben. Das ist super. Also das würde ich jedem empfehlen. Das muss man nicht digital machen. Das kann man mit Bleistiften üben. Also mit weichen auch. Dass ihr da ein Gefühl dafür bekommt, wo ist eine Schattenkante eigentlich hart, wo ist sie weich. Das geht nicht anders. Das kann man nur dann auch durch Beobachtung irgendwann rausfinden, wo es auch dann überzeugend sein kann, wenn man das setzt. Richtig. Also man kann das dann hier auslaufen lassen. Das ist so die eine Möglichkeit. Dann gibt es noch, ich muss gerade mal gucken, das ist so, dass mir das deutsche Programm weniger liegt als das englische, deswegen gucke ich gerade mal richtig. Water Refiner, der vielleicht Westrick heißt. Könnte sein. Das ist ein Pinsel, den ich eigentlich auch ganz gerne habe. Ich muss den aber jetzt gerade mal testen, ob der sich so verhält. Fast. Da ist eine Einstellung. Genau, Rand der Wasserfarbe schalte ich aus. Jetzt ist der so, wie ich den haben möchte, also watery oder wässrig. Mit dem kann man dann auch Schattierungen setzen, die je nach Druck unterschiedlich auslaufen. Man kann die dann auch verblenden. Ich werde jetzt mal kurz die Wange wieder wegradieren. Ihr erinnert euch an das Radiertool, um das einfach mal mit dem auch zu machen. Und die Schattierungen sind jetzt auch bei Wetten noch ausbaufähig. Da würde ich jetzt noch sehr viel länger an den Feinjustierungen, den Übergängen rumdoktern, bis das stimmt. Aber damit man erstmal so einen Eindruck kriegt. Den Pinsel findet ihr hier oben bei dem Pinsel, der auch aussieht wie ein Pinsel und sogar auch Pinsel heißt. Wässrig oder watery, das ist in der Standardeinstellung drin. Der kann manchmal ein bisschen zickig am Anfang sein, also muss ich da so rauer einarbeiten. Der macht aber gleich so einen malerischeren Effekt. Und das sieht man natürlich in der Nähe auch besser. Und das ist nicht so einfarbig. Das ist für manche Zeichenspiele vielleicht ein bisschen interessanter, als wenn man das nur so hard edge-mäßig macht. Dann hat man auch sofort am Anfang schon eine dynamischere Schattierung, als wenn man das so ganz so stark macht. Also so mit dem G-Pin ist das halt eine harte Kante, muss man das machen.
Genau, dann kann man jetzt das auch wieder kombinieren mit dem Weichzeichnungsfilter und hier die Bereiche ein bisschen kletten, wenn ich sage, oh, das sind so viele Helligkeitsunterschiede, der sumpft das, sag ich mal, so ein in so einem ähnlichen Farbbrei und dann sind die Effekte auch ein bisschen milder. Ihr seht hier oben an dem Auge, finde ich, das ist jetzt schön auslaufend, das ist auch eine schöne Dynamik, wenn man dann so an den Rändern ein bisschen heller wird. Kann man auch wegradieren mit einem weichen Radierer und es wieder aufhellen. Jetzt guck gerade mal über, Blenden funktioniert auch wunderbar. Und zwar ist das so eine Art, ja, wie so eine Transparenz, oder der nimmt auch die Nachbarfarben auf. Das kann man jetzt hier unten einstellen, also Weichzeichnung ist so ein bisschen, ja, also Blur ist halt der Punkt, das wird dann unscharf. Und wenn wir blenden, ist es also ein Ausfaden-Übergang. Effekte sind manchmal auf den ersten Blick super ähnlich, aber das ist zum Beispiel jetzt ein Tool, das eignet sich sehr schön, um diese Kanten ein bisschen auslaufen zu lassen. Ich mag das, wenn dann auch, man sagt, so ein Shading innerhalb der Schattierung ist. Das kann man damit schön machen und das ist dann halt eben nicht einfach so ein dunkler Block oder so. Nur mit Airbrush finde ich es oft zu weich. Das sehe ich auch häufig am Anfang, dass man nur mit Airbrush macht. Ich finde die Kombination gefällt mir jetzt vom Stil her ganz gut. Man kann das, wie schon gesagt, dann auch immer noch ein bisschen für sich rausfinden. Genau, also den Radierer, da seht ihr auch verschiedene Möglichkeiten. Da steht hart mischen. Das ist dann komplett wegradiert. Also das Tool braucht man durchaus, um es zu säubern. Oder man nimmt halt den sanften, um da noch ein bisschen was wegzuradieren. Ich stelle mir jetzt einfach vor, es gibt noch eine zweite Lichtquelle, die so ein bisschen von der Seite scheint und nehme von der Seite so ein bisschen was weg. Das kann man auch farbig gestalten, also ein farbiges Seitenlicht noch setzen. Dann würde ich noch ein bisschen den Übergang weicher machen. Das ist mir tatsächlich noch ein bisschen, so ein bisschen hart an der Stelle. So. Ja, das kann man insgesamt noch vielleicht weicher machen. Gut, also bis ich das dann so habe, wie ich das gerne hätte, das dauert. Das ist ein Hin und Her zwischen dann Herder und dann nochmal Weichzeichner und dann nochmal ein bisschen, also je nach Übung ist man bestimmt schneller. Und dann kann das eben auch ein bisschen dauern. Ich gucke jetzt mal von der Zeit her, welchen Bereich wir uns gleich noch vornehmen. Ich kann mir vorstellen, dass es auch interessant ist, mal die Augen zu sehen. Das ist ganz schön, wenn man da auch nochmal die Plastizität und so ein paar Lichtreflexe rausarbeiten kann. Das ganze Bild werden wir heute auf jeden Fall nicht schaffen. Kann ich euch gleich auch nochmal, überlegt euch, was euch noch so interessieren würde, wo wir noch was machen können. Wenn noch Fragen jetzt aufkommen, gerne am Schluss nochmal was fragen. Das kann ich euch dann vielleicht dann auch an der Stelle zeigen. Und da sind wir ja gerade dabei, denn es wird bestimmt nicht alles möglich sein in dieser Workshop-Zeit. Aber mit diesen Tools, ihr seht, also sehr viele mehr habe ich jetzt gerade gar nicht verwendet, es ist noch nichts Neues dazugekommen, kann man eine unglaubliche Menge schon machen, ja. Das dann auch immer kombinieren und dann kann man jetzt eben auch nochmal ja, reingehen, auch nochmal mit der Airbrush. Vielleicht die Ränder ein bisschen sanfter auslaufen lassen. Es gibt dann so einen ganz weichen Hauteffekt. Also das kann man dann auch immer mal wieder stellenweise hinzufügen. Das ist immer so eine Mischung aus verschiedenen Pinseln. Und das sind so die, die ich jetzt favorisiere, die ich sehr geeignet finde. Ansonsten findet ihr im Internet bestimmt auch wahnsinnig viele Variationsmöglichkeiten, Shading, Blickwert da mal reinzuschauen, wie das Auge auch machen. Man kann jetzt auch noch eine Ebene drüber legen für Highlights. Also sie hat jetzt eine ziemlich helle Hautfarbe, sodass man dann auch noch mal einen einzelnen Spot fürs auffällt. Jetzt bin ich mir nicht sicher, ob man das überhaupt hier so sehen würde. Normalerweise versuche ich dann mit einer Schattenebene, manchmal auch zwei, wenn ich nochmal dunklere Schatten reinsetze, wo ich ja ein bisschen ausprobiere, zu arbeiten und dann noch eine Highlight Farbe zu setzen. Bei der Haut ist es jetzt tatsächlich so, die ist ja schon ein bisschen blass, wird man das wahrscheinlich gar nicht so sehen.
Also ich sehe es jetzt am Bildschirm, ich weiß nicht, seht ihr einen Unterschied von hinten so ein bisschen? Genau, also an den Wangenknochen ist es ein erhöhter Bereich des Gesichtes, kann sich da das auch ein bisschen heller gestalten, genauso wie am Nasenrücken entlang, also bei erhöhten Bereichen. Ich würde versuchen zu vermeiden, das in einem knalligen Weiß zu machen. Ich bin jetzt ziemlich hell dabei, weil ich das machen muss, dann seht ihr nichts. Aber versucht bitte nicht ein helles, einfach egal welche Farbe, in Weiß reinzumachen. Ihr braucht immer, ihr bleibt bei der Farbfamilie und versucht, so einen Nachbarton zu nutzen. Je stärker der Kontrast ist, desto glänzender kann auch die Oberfläche aussehen. Also ihr könnt auch mit harten Kanten was glänzend erscheinen lassen. Also Materialität kann man mit der Art der Kontrastgebung und der Kantenschärfe auch darstellen, wenn das glänzen soll. Wäre aber auch ein eigener Workshop fast. Damit kann man aber mal experimentieren, wenn man mal sich so ein Schwert oder so anschaut. Oder die Haare aussehen sollen wie Plastik, das kann man ja einfach auch mal machen. Dann nimmt man eine sehr helle Farbe und eine harte Kante und das glänzt dann einfach. Aber ihr könnt euch das wahrscheinlich auch schon fast vorstellen, was ich da meine. Ich habe jetzt erstmal wieder mit der Pipette die Haarfarbe ausgewählt, weil ich da eine Nachbarfarbe suche, die heller ist. Und dann habe ich hier schon was eingestellt. Jetzt habe ich auch hier schon wieder eine Ebene drüber gelegt und es geklippt. Und dann kann man jetzt auch bei den Haaren das so machen. Nicht kommt von rechts, wir machen jetzt also ein bisschen rechts die Beleuchtung auch hin. Und das sieht jetzt schon ein bisschen plastikartig aus. Liegt daran, dass es eine harte Kante ist, ein relativ hell ist. So kann man es lassen. Sieht auch eigentlich bei Anime immer so ein bisschen aus wie aus Plastik. Also das kann man auch gerne so verwenden. Ich würde es jetzt vielleicht ein bisschen weicher machen, ein paar Zwischensträhnen reinsetzen, das eher auslaufen ist. Und dann kriegt das Ganze auf jeden Fall von der Textur her, also von der Stofflichkeit einen anderen Eindruck. Und das ist aber bei Manga eh so ein bisschen Fantasiesache. Haare sehen ja auch nicht so stredig aus. Aber man kann es auch hier schon ein bisschen abmildern. Ihr seht, ich verblende das zum Rand hin. Nicht ganz ordentlich, aber so ungefähr. Bei den Haaren kann man auch Zwischensträhnen reinsetzen, wenn man das mag. Jetzt links noch eine Schattierung reinsetzen, etc. Das sind so die wichtigsten Punkte erstmal. Genau, was hatte ich gesagt? Blush, so ein bisschen rosa Wangen können wir auch noch bei der Haut. Die habe ich jetzt wieder ausgewählt. Da bin ich jetzt auf der Highlight-Ebene, aber die nutze ich jetzt einfach mal. Kann man da ein bisschen Leben reinbringen und dann noch eine gesunde Gesichtsfarbe geben. Ich muss jetzt mal testen, ob das so passt. Genau, man kann noch die Pinseldichte einstellen. Wie viel Farbe soll dann gesprüht werden? Das ist auch eine interessante Sache. Man muss immer nicht die volle Deckkraft nehmen oder so. Das sollte man durchaus bitte auch nutzen. Das kann vorteilhaft sein, wenn man nicht immer mit der vollen Farbe drauf geht, sondern sich Schritt für Schritt annähert. Ich habe jetzt eigentlich hauptsächlich das andersrum gemacht. Ich habe erst voll gesetzt und dann weggenommen. Man kann das aber auch andersrum machen, indem man halt eine niedrigere Dichte nimmt und dann immer mehr Farbe drauf packt. Also es gibt zwei Richtungen, die man immer wieder mischen kann. Und das sei mal an der Stelle gesagt. Das mache ich immer ein bisschen größer. So ein bisschen Gesichtsfarbe kriegst du schon, vielleicht ein bisschen mehr. Sieht das Ganze auch etwas gesünder aus. Ja, ich habe es auch insgesamt einen leichten Schatten gesetzt. Kann man auch viel krasser abdunkeln. Ja, wir haben jetzt ein Tageslicht, das ist nicht so ein Scheinwerfer oder so. Heller und greller, das Licht ist ein dunkler, die Umgebung ist desto dunkler, kann man auch die Schatten setzen. Aber gut, ich wollte euch noch was sagen, bevor uns die Zeit davonläuft, nämlich würde ich mich dann nochmal mit den Augen auseinandersetzen. Die haben ja viele kleine Strukturen und es macht immer Spaß, finde ich, die zu kolorieren. Ihr seht, wenn wir jetzt so ranzoomt, ne, also die Outlines sind etwas grob. So würde ich das nicht stehen lassen.